Die Awan stammen aus Zentralasien, ihre genaue Herkunft liegt allerdings im Dunkeln. Nachdem die Türken 552 ein eigenes Nomadenreich gründeten, kam ein Teil der Awan unter türkische Herrschaft, ein anderer Teil floh Richtung Westen. Sie fanden bei den Alanen Zuflucht und kamen in Kontakt mit dem Byzantinischen Reich. Dieses verwendete die Awan als Schutz gegen andere Steppenvölker. 568 besiedelten sie Pannonien und starteten von dort aus in alle Richtungen weitere Beutezüge. Ähnlich wie die Hunnen treten die Awaren für die Europäer völlig plötzlich auf. Als im Jänner 558 eine awarische Gesandtschaft in Konstantinopel eintraf, lief, laut den Quellen, die ganze Stadt zusammen. So ein Volk war sogar in dieser kosmopolitischen Stadt noch nicht gesehen worden. Die Awaren, so wird es beschrieben, trugen ihre Haare hinten ganz lang, gebunden mit Bändern und geflochten, während die übrige Tracht den Hunnen ähnlich war. In diesem Jahr standen die Awaren nördlich des Kaukasus, wo auch die Alanen waren. Die Awaren hatten ein Angebot an Kaiser Justinian. Sie könnten als Unbesiegte die Feinde des Reiches ausrotten, wenn sie dafür Geschenke, Tribut und Siedlungsgebiet erhielten. Der Kaiser nahm an und schloss ein Bündnis. Es ist also ein altes Politikmuster, das hier betrieben wird. Zugleich ist es auch die Not der Zeit, die zum Abschluss führte. Während oströmische Armeen das vandalische Afrika, ostgotische Italien und Teile Spaniens erobern konnten, blieb der Balkan zwischen 540 und 552 Ziel barbarischer Plünderungen. Zwar wurde kein Gebiet dauerhaft erobert, allerdings das Leben in den Grenzprovinzen stark beeinträchtigt. Allerdings merkten zeitgenössische Historiker durchaus an, dass für die Bevölkerung ein Barbareneinfall leichter zu ertragen gewesen sei als die Ankunft der Steuerbeamten. Auch Ostrom stand in der Krise, vor allem durch die ägyptische Pest, die die Bevölkerung dezimierte. Die römische Ordnung gerade an der Donau wurde nicht unbedingt verteidigt. Die Awaren sollten in Pannonien angesiedelt werden. Dort konnten sie auch effektiv gegen die Franken vorgehen. 568 gaben die Langobarden daher Pannonien auf und gingen nach Italien. Bis ins 9. Jahrhundert blieb dieses Gebiet in awarischer Hand. Mit den Awaren kamen nun die Slawen in den Westen.